Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir das Gav Lighter Project von Vulpine Creations. Von Magic Shop bekommen. Das war und von Vulpine bekommen. Und ja, das zweite Produkt kommt von Vulpine, oder? Aber die andere noch. Ja, den Download den haben Download. Wir von Vulpine bekommen. Wir haben Produkte bekommen. Genau, ich muss sie hinten zuhalten wegen Ding. Genau, was ist es? Es ist geil. Mega kreativ, ja. Genau, ihr habt mehr Routinen mit einem normalen Big Feuerzeug, groß und klein, wo ihr beispielsweise den Luftballon von dem Etsy-Bild wieder zurück zu dem Mädchen zieht. Ihr habt Color Change, also Farbwechseln von diesem Schweizer Rot zu einem Weißen, visuell hin und her, ein Karten-Reveal. Ja, da kann man eine ganze Liste runterlegen. Ja, wir haben sie hier. Ich versuche so ein bisschen. Ja. Also vielleicht dazu mal, es ist nicht übertrieben, dass hier Project draufsteht. Wir haben hier öfter das Ding, dass jemand was Project nennt und dann sind es irgendwie ein paar kleine Downloads oder so. Man denkt sich, ja, okay, das ist ein Produkt. Nee, es ist wirklich ein Project, was ich auch sehr geil finde. Also ihr bekommt in dieser wunderschönen Papphülle hier, bekommt ihr Stickerfolien, die ihr dann auf diese Big-Feuerzeuge draufkleben könnt. Ihr könntet es auch auf Marken anderer Feuerzeuge draufkleben. Ja. Big ist halt jetzt nur die Norm da einfach. Ja. Und ihr kriegt aber auch die Templates. Also ihr bekommt auch diese Templates und wenn ihr die Möglichkeit habt, Sticker zu drucken oder was auch geht, wenn ihr das quasi auf normales Fotopapier druckt und dann mit Klebeband, durchsichtigen, transparenten, so großen Tesaband, könnt ihr das auch aufs Feuerzeuge kleben. Und das ist eigentlich das Coole daran, dass es eben, ja, dass eigentlich unbegrenzt Refills dabei sind. Man kriegt halt die erste Sache komfortabel, die erste Furie, es sind noch, glaube ich, zwei Sheets mit dabei und danach könnt ihr es euch aber unbegrenzt weiter selber basteln und das ist cool. Ich glaube aber auch, wenn du jetzt diese Sheets hier nimmst und da das mit dem Tesafilm gleich korrekt machst, halten die ewig. Das Feuerzeug muss dann funktionieren, damit ihr diesen Trick machen könnt. Ja, nicht stimmt. Immer. Ja. Nee, stimmt. Also, kommt brauchen sollt ihr eh nicht, also von daher braucht ihr gar kein funktionierendes Feuerzeug. Ja, Pyropapier. Pyropapier, das ist auch gefährlich. Okay, gut. was sind so die Highlights? Was ist dir hängen geblieben? Fangen wir mal so an. Ganz klar, das Highlight ist für mich die Knife-Routine, die ich von dir schon kenne. Color-Changing Knives, ist euch vielleicht ein Begriff, ist ein uralter Klassiker. Hat Joe immer schon in seinem Zauberkoffer und aber ist halt so blöd mitzunehmen, weil wie er auch im Trailer sagte, Adam, Messer sind halt schwierig und man borgt sich nicht eben mal ein Messer. Und das ist halt einfach, ja, mit Messer, auf die Gegend dann, mit Messer in den Club gehen ist halt auch ein bisschen blöd, obwohl das eigentlich die perfekte Club-Routine ist und Feuerzeug. Ärgert es ein bisschen, dass er auf die Idee kommen musste, weil das eigentlich so naheliegend ist. Ja, das stimmt. Paddle-Move kennt man mit dem Feuerzeug. Ja. Und, na, aber das ist mein Highlight, diese Color-Changing-Knife-Routine, die hier mit Feuerzeugen gemacht wird. Ansonsten die Banksy-Routine ist auch nice. Es sind so viele Kleinigkeiten dabei. Es ist genial. Das Geile ist, und das ist mir auch so gekommen, ich überlege mir ja immer, wenn ich zu meinem Friseur gehe, was nehme ich mit? Und das ist, sag mir, ey, cool. Und das Geile daran ist, es gibt sogar eine Routine, wo halt eben dieses Barbershop-Ding auch noch ist, wo diese Linien sich dann halt verwickeln. Ich denke mir, wie geil ist das? Da würde ich jetzt halt eben das mit dem Etsy machen, weil es vielleicht jetzt thematisch nicht passt. Aber ihr habt verschiedene Sachen, die einfach thematisch auf den Auftritt passen könnten, auf dem ihr seid. Ja, wenn ihr jetzt dann quasi, keine Ahnung, jetzt bei eurem Friseur einen kleinen Gag mit dabei haben wollt und ihr habt das dabei oder noch geiler für irgendwie eine Videoidee und ihr sagt, ihr bereitet da mehrere vor und sagt, hey, pass auf, die stellen wir bei dir hin. Aber das ist aber ja alles schon so im Kopf, dass man sagt, hey, pass auf, ne, das ist so quasi das Deko beim, also man stutscht das ein bisschen, ne? Und kann das nehmen bei irgendwelchen Kunstsachen. Klar, ist natürlich wieder die Diskussion, ist es okay, bei so einem nobleren Auftritt, sagen wir mal, so ein Feuerzeug rauszuholen und damit zu zaubern. Ja, am Ende des Fragens ist eine Style-Frage, die jeder mit seinem... Genau, aber ist ein Punkt, was ich halt gut finde, es sind die perfekten To-Go-Tricks und vor allem ist es immer derselbe Move. Es ist immer eigentlich der Paddle-Move, ich denke, so viel kann man sagen, plus ein Color-Changing-Move. Aber es ist so ein kleines Repertoire an Moves, die auch wunderschön im Detail erklärt werden und damit kann man ganz viele Effekte machen. Das heißt, es ist eigentlich perfekt für Leute, die eine Situation haben, dass sie oft für dieselben Personen zaubern. Weil es gibt ja diese, oh Joe, hast was Neues. Weißt? Und dann kannst du theoretisch immer, als sie die Feuerzeuge präparieren, immer ein anderes Feuerzeug zu der Gruppe mitnehmen und dann zauberst du zwar immer denselben Feuerzeug, aber immer in einer anderen Variation. Ja.
Und ja, das ist vielleicht gerade für so im Anfängerbereich eine ganz nette Sache, wenn man noch nicht so ein fettes Repertoire hat, dann kann man trotzdem den Trick öfter zeigen und der ist immer anders. Ja, das Tolle daran ist, es ist halt einfach echt alles dabei. Von irgendwie einem kleinen Gag mit beim Friseur, von ganzen Routine mit dem Color Changing Lighter, also so heißt es, also farbwechselndes Feuerzeug, bis hin zu wirklichen Stories, wie zum Beispiel das mit Banksy oder auch Flirt-Tricks, die drauf sind, wie mit der Eisbär-Routine. Es ist, was ich damit sagen will, es ist einfach ein Riesenspektrum. Ich glaube kaum, dass irgendein Zauberer, der sich das kauft, sagt, er hat da nichts gefunden, was er performen kann. Ich lehne mich mal so aus dem Fenster und sage, jeder, der sich das kauft, findet Minimum eine Sache, die er performen wird. Würde ich auch so sagen. Ein präpariertes Feuerzeug wird immer in euren Zauberkoffer mit dabei sein. Vielleicht sogar eins, was ihr immer dann bei euch persönlich mit dabei habt. Genau, ihr müsst euch halt nur, es gibt, finde ich, bei Feuerzeugen so diese zwei Fraktionen. Es gibt die zaubern mit dem Big Lighter und es gibt dann noch die Sippo-Fraktion, die auch für andere Tricks oder so. Ja. Da müsst ihr euch halt vorher Gedanken machen oder eben... Manche haben zwei verschiedene Wallets dabei, manche haben drei verschiedene Decks dabei. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ein Big-Feuerzeug und gerade noch so viel Platz und hat. Und ein Sippo. Ja. Das muss euch halt nur klar sein, dass ihr halt... den Leiter dann in euer Show-Repertoire einbaut oder ihr nehmt das als To-Go-Trick und das andere für Auftritt und nimmt zwei Feuerzeuge mit, who knows. Ist nur einfach eine Info, dass es halt, das ist aber auch die einzige Info, mehr Info braucht man dazu nicht. Genau, also. Es ist alles dabei dazu, wenn ihr noch gar keinen Moves könnt, es ist alles im Detail erklärt von Wulpine, auch super im Studio, es gibt teilweise Live-Performances, es gibt teilweise Studio-Performances und dann nochmal erklärt. Es ist alles dabei. Ich würde sagen, wir können zu Bewertungen kommen. Ich denke auch, von mir gibt es 9 Punkte. Ja, ich hätte auch gesagt, 9 Punkte. Das Einzige, was, wie gesagt, ich bin nicht so der Big Fan und wie gesagt, bei mir ist es jetzt auch nicht so, als hätte ich immer ein Feuerzeug dabei, aber ansonsten, ihr könnt uns mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem ganzen Projekt geben würdet, wenn ihr es schon habt. Geeignet ist es für absolut jeden. Genau. Also, wie ich schon gesagt habe, ich wüsste, mir fällt keine Situation an, na gut, Mentalist vielleicht, aber gut, lass es mal außen vor. Aber da ist auch der Hypnotikleiter dabei okay. Also es ist so, es ist viel dabei, ihr werdet was kommen. Vielen Dank nochmal an Wulpine und natürlich an Magic Shop für das Scavlighter Project und das war's damit. Zur Mitte der Review. Ja, es ist wieder Verlosungszeit und Andi schmeißt das Lucky Wheel an. Genau, wenn euch interessiert, wie ihr ins Lucky Wheel kommt, zu verlosen ist heute das Scavlighter Project. Alle Infos im Magic Member Projekt und gewonnen hat Nummer 100. Wir schauen uns kurz an, wer die Nummer 100 ist. Und die Nummer 100 müsste sein, Achtung, die Spannung steigt, Pat Hu. Wer auch immer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, du hast das Scavlighter-System. Wir sind gespannt, was du damit machst. Lass uns das gerne wissen. Schreib uns, sonst schreiben wir die. Und wenn noch jemand Bock hat, mit im Lostopf dabei sein, mit im Member-Programm dabei zu sein, freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt freuen wir uns auf das nächste Produkt. So, als nächstes Produkt haben wir die Amazing Coffee Cups, auch von Wulpine Creations. Danke natürlich nochmal ans Zusenden. Vor allem ans Zusenden vor Release. Ich meine, normalerweise kriegen wir Sachen ja von Magic Shop, wenn sie rauskommen. Und das haben wir einfach vorm Release bekommen. Und ich glaube, wir drehen auch diese Folge gerade noch vor dem Release des Produkts. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das kommt erst noch raus. Gestern habe ich irgendwas gesehen, genau, und was ihr mit diesen Kaffeebechern halt eben machen könnt. Ihr könnt eine Bohne nehmen, sie verschwinden lassen, sie taucht auf, wenn ich möchte. Ihr könntet die nächste nehmen, verschwinden lassen, etc. Es ist eine Job-Cup-Routine oder Coffee-Cup, es ist eine Cups-and-Balls-Routine mit... Für die klassischen Veranlagten unter euch, es ist ein Becherspiel mit Kaffeetassen. Ja. Und das ist eigentlich das Besondere, normalerweise gibt es ja zwei Kategorien. Es gibt den Job Cup, das ist ein Becher mit eben einem eingebauten Gimmick, sage ich jetzt mal. Und es gibt das Becherspiel, was normalerweise nicht gegimmickt ist. Und dann gibt es besondere Becherspiele, wo dann irgendwie ein Becher ein Job Cup gleichzeitig ist. Ja, und Wulpine hat sich gedacht, komm, wir übertreiben es einfach komplett und haben hier aus jedem einen Job Cup gemacht. Genau. Das heißt, jede Tasse ist quasi ein Job Cup. Ihr könnt sie einzeln als Job Cup verwenden oder wenn ihr so wollt, habt ihr drei Job Cups. Genau. Und ihr habt ein Becherspiel in Kombination. Ihr bekommt, oh Gott, ihr bekommt natürlich die Becher. Ihr bekommt Bohnen, eine Job Cup fähige Bohne, kleine, wenn ihr so wollt. Und ihr bekommt diese
Final Loads sind es nicht, es sind Middle Loads. So ungefähr, genau, ja. Middle Loads? Man könnte es als ja. End Load bezeichnen. Das sind einfach große Kaffeebohnen, einfach als so Big Surprise. Eine Kamera, so kann man das Licht und so. So schauen die aus. Genau. Und natürlich als Final Kicker könnt ihr noch die Kaffeebecher verwenden, die ihr die ganze Zeit benutzt, und auf einmal fallen eine massive Anzahl an Kaffeebohnen raus. Und als zusätzlicher Kicker, wenn die Leute eh schon am Boden liegen, tretet ihr sie noch mit dem Stiefel, indem ihr einen Espresso aus einem der Becher herausschüttet. Genau, also ihr könnt dann quasi eine Tasse voll machen mit Kaffee. Oder man kann es rausschütten. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein kompletter Kaffeebecher voll ist, aber ihr könnt quasi den einen nehmen, den ihr die ganze Zeit verwendet habt, und einen Kaffee rausnehmen. Genau. Ja, es ist einfach saugut. Was ist das? Wenn ihr, ich meine, den Trailer werdet ihr vielleicht gesehen haben. Ihr habt vielleicht sogar schon mehrere Videos gesehen von Adam, wie er es bei Blackpool verwendet hat. Ich meine, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ja geil. Ich liebe Kaffee. Das ist mal eine Cups and Bowls Routine, die voll zu mir passt. Und ich würde jeder, der mich kennt, würde sagen, geil, passt. Ich trinke tatsächlich teilweise mehr Kaffee am Tag als Wasser. Nicht so geil, sehe ich ein. Hey, aber meine ganzen Eisenwerte passen. Vielleicht mache ich irgendwas richtig. Und ich dachte mir, okay, ganz cool. Aber jetzt müsste ich mir überlegen, an welchem Tisch mache ich das? Okay, dann müsste ich mir vielleicht eine Savante besorgen. Oder ich schreine mir einen extra Tisch. Und jetzt heute habe ich es dann gesehen. Erst ausgepackt. Scheiß drauf. Okay, es ist sogar damit daran gedacht. Es sind noch teilweise, ja, Halterungen dabei. Halterungen. Ja. Die ihr an den Tisch, an jeden Tisch hinmachen könntet, unter eine Matte, unter den Tisch kleben entsprechend, wo ihr diese Final-Ladungen quasi aufbewahren könnt, um es dann entsprechend zu machen. Mega geil. Das ist, ja, dann, was ich halt auch total genial finde, sind wieder die ganzen Downloads. Aber was ich vorher noch sagen wollte, es löst auch mein Problem mit dem Becherspiel. Ich war nie ein Fan von dem Becherspiel, weil das Becherspiel immer so klassisch ist, mit diesen klassischen Bechern. Das hat dann, oh ja, wer mag schon Klassiker? Ja, das hat diesen, ich sag's, altmodischen Touch für mich ein bisschen, weil es einfach so, und das hat... Ich sage nicht, dass es nicht gut findet, wenn es jemand machen will, der Bock drauf hat, macht es. Aber es hat nicht zu mir gepasst, weil es mir nicht modern genug war. Genau. Und das ist jetzt ein Becherspiel, wo ich sage, ja, das ist in meinen Augen halt modern, weil Kaffee trinkt man immer noch, das ist tagtäglich, das ist, geht schon in die Richtung Alltagstricks irgendwo, auch wenn es ein massives Setup ist. Aber ja, und da sehe ich mich auf jeden Fall auch, ein Becherspiel zu machen. Und da wären wir dann auch schon bei den Downloads, da ich es noch nie gemacht habe, müsste ich es erstmal lernen von der Pike auf. Ist auch alles dabei. Ja. Und noch mehr. Genau. Also für diejenigen, die sagen, sie möchten gern einen moderneren Shop Cup machen, könnte man das machen. Man kann einen verwenden, man kann alle verwenden. Es sind Routinen immer von Michael O'Brien. Ich weiß leider, ich wollte vorher noch nachgucken. Es ist eine, das ist eine quasi eine FISM-Routine eigentlich. Es könnte ein Holländer sein. Es ist so dieser eine etwas jüngere, der dann davon spricht, dass Kaffee uns alle verbindet. Und er spricht in verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Ja. Und der Löffel verschwindet, taucht hier auf. Und hier feine Ladung, da. Das ist eine mega Routine. Also, apropos, das haben wir noch ganz vergessen. Ist nicht dabei, aber ich fand die Idee auch schon wieder so clever. Man hat ja oft einen Zauberstab beim klassischen Becherspiel, mit dem man diverse Moves auch macht. Und es ist einfach so clever. Es gibt diese, ich glaube, Latte Macchiato-Löffel, diese langen. So einen zu verwenden als Zauberstab, das passt halt auch schon wieder zu gut. Ja. Ja, und ich meine, den kann man sich für ein paar Euro in jedem Küchenausstatter holen. Und, aber ich habe nicht unterbrochen, sorry. Das wär, genau, also nur das, also selbst da ist, ich meine, klar, man sollte es jetzt nicht einmal eins zu eins kopieren, aber genauso in dem Stil hätte ich es auch gemacht. Ich habe auch schon zum Andi gesagt, so, wie geil wäre das in irgendeiner, ich meine, es passt ja auch thematisch in irgendeiner Behörde. Jeder, wenn ihr auf irgendeiner Firmenfeier seid, ne, wo trifft man sich denn zum Quatschen, beim Kaffee trinken? Wer, ich meine, es... Da musst du schon echt Pech haben, wenn du eine Firma hast, wo keine Sau Kaffee trinkt. Es gibt doch es gibt immer diesen einen Kaffee-Junkie. Aber den gibt es immer. Ich meine, da kannst du vorher auch absprechen, so, hey, ne,
gibt es irgendeinen, der zum Beispiel, ich mache eine Routine mit Kaffeebechern, gibt es einen, der besonders bei Kaffeedingern raussticht. Manche führen tatsächlich sogar Tabellen, ja, wer am meisten Kaffee getrunken hat, statistikmäßig. Das habe ich auch schon alles gesehen. Ich kann ja auch jedes Modell, ja, du hittest halt jede Firma. Das ist ein perfektes Beispiel, weil, ja, gibt nichts mehr hinzuzufügen. Und ich find's halt gut. Und was mir halt so gefällt, ich habe jetzt die Situation nicht so oft, dass ich hier wie hier mit einer Close-Up-Matte perform, so Stand-Up-mäßig. Ich bin halt eher so Walk-Around-Table-Hopping unterwegs. Und der Michael O'Brien haut halt dafür auch eine verdammt geile Routine aus. Shoutouts hier. Er versteht uns wahrscheinlich nicht, aber hey Michael, hi. Greetings from Germany. Und das ist halt so genial, weil er verwendet überhaupt keinen Tisch. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Eine Chop-Cup-Routine komplett ohne Tisch. Das war mir neu. Ja, er packt die halt auch in die Hand und hat da und macht dann in den Zuschauerhänden auch was. Auch ziemlich nice, dass er in der Zuschauerhand quasi die Bohne auftauchen lässt. Ja, und dann ist, quasi die eine Bohne. Ne? Ja, so, ja, es fühlt sich halt echt an, als würde die da drin erscheinen. Ja. Ah, Wahnsinn. Und das ist einfach geil. Und ich glaube, wir haben sogar noch gar nicht alles Material gesehen. Was ich von Felix gehört habe, werden sie noch ein paar Leute. Es auch wird noch weiterhin. Ja. Ding, es ist schon nur quasi jetzt schon vor dem Release da. Ich glaube, Magic Shop könnte es aber auch schon haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber es ist, ja, ich denke, Magic Shop wird es auf jeden Fall bekommen. Ja. Und es kostet natürlich schon eine Stange Geld. Das ist kein günstiger Trick, aber zu Recht. Aber es ist auch einfach alles dabei. Und wenn ich an Becherspiele denke, die teilweise ja überteuer sein können, dann habt ihr da immer noch eine günstige Version. Noch dazu müsst ihr so rechnen, ihr bekommt drei Job Cups und eine Becherspielset und Final Loads und alles. Also ihr bekommt ja ein komplett Ding, das müsstet ihr euch ja erstmal zusammen kaufen, alles. Plus eine Savante, plus. Preis-Leistung stimmt hier mehr als. Ja, mehr als. Also solltet ihr mal euch jetzt schon lange mal eine Gedanken gemacht haben über eine komplette Cups and Balls und Job Cup Routine oder ihr wolltet beides kombinieren, ich würde sagen, das ist ein absoluter Go-To-Trick. Ist jetzt nicht so, als hätte ich zum Beispiel bei meiner Job Cup Routine Probleme gehabt, das zu ins Spiel zu bringen, sage ich ja mal. Ja. Wenn ihr sagt, hey, pass auf, ich habe mir jetzt hier, darf ich mir einen Becher leihen? Oder ihr könntet theoretisch gesehen, die schauen echt aus wie welche, die bei irgendeinem anderen Stand hinstellen und sagen, kannst du mir mal einen Becher, dann wird es nochmal im Prompto. Dann die das Ding stimmt. Und genau, vielleicht noch zur Qualität. Das hier ist keine Keramik. Das ist Plastik. Ja. Nicht mikrowellenfestes Plastik aufgrund des Gimmicks, was ich witzig finde, dass man darauf hinweisen muss wahrscheinlich. Aber es ist ein Punkt. Fand ich nur ultra witzig. Und es ist, also man kann sie runterschmeißen, ich traue mich jetzt nicht, zu probieren. Aber sie sind verdammt robust und sie wirken auch jetzt nicht billig. Also sie wirken jetzt wie aus so einer richtig, richtig gehobenen Kantine. Jetzt, wirken so, aber ich finde man, wenn man jetzt mal ganz streng sind, ich finde, sie klingen ein bisschen plastikmäßig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen jetzt, und man sieht es aber nicht. Also nur, nee, man sieht es nicht. Ich war gerade tatsächlich ein bisschen erschrocken, als ich es beginne. Also, ihr hört es nicht, aber ich finde, aber sie schauen genauso aus. Wenn ihr wollt, dass sie hochwertig rüberkommen, dann lasst sie nicht anfassen. Fertig. Ja. Weil auf die Entfernung sieht es aus wie Keramik. Ja. Und wenn das Problem hat man nur, wenn man vielleicht eine Chop-Cup-Routine macht. Wenn ihr da eine Cups and Balls Routine macht, ist normalerweise so. Also das wird jedem Zuschauer egal sein, weil die Routine wird so weghauen. Niemand wird sich mit diesen Bechern beschäftigen wollen. Also ganz ehrlich. Nee, nur der Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass das den einen oder anderen interessiert hat. Ansonsten kann man vorwegnehmen, es ist ja wieder Vulpine-typisch für jeden geeignet. Ja. Wir können von der Pike auf eine Job-Cup-Routine respektive Becherspiel lernen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Profi seid, umswitchen auf diese Gimmicks und habt absolute Pro-Abschluss-Sachen und Profi-Equipment mit dabei. Sie halten ewig. Was gibt es mehr dazu zu sagen? Es ist halt einfach geil, nicht nur, dass du mit so einem großen Abschluss aufhörst, sondern halt eben dann auch noch zweimal nachknallst. Einmal mit den Bohnen, was halt so ein Wow-Moment ist und dann auch noch eine Flüssigkeit erscheinen zu lassen, ist halt einfach immer geil. Das heißt also, ja, bäm, 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 bäm. Ja, also so richtig, ich liebe es, ich will es machen. Das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich hier gesetzt habe, okay, ich muss jetzt eine Becherspielroutine nennen. Ja, ich gebe den ganzen 10 Punkte, ich will es machen, ich werde es machen. Bin mir 100% sicher. Ja, wir werden uns streiten, Joe. Ja. 10 von 10 auch von mir. Ich meine, wir sind beide Beamten. Von uns passt es halt auch perfekt. Ja. Also Vulpine, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt da bei uns völlig in die Kerbe reingetroffen. Ja.
weiterhin bitte so gute Produkte auf den Markt bringen. Es ist Wahnsinn. Ja. Muss man wirklich an der Stelle mal sagen, aus dem Laden kommt einfach massiv gutes Zeug in Serie. Genau. Okay, das war's von den Amazing Kaffee Cups and Beans. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche mit einem Vulpine Special mit dem Gavelighter Project und den Amazing Coffee Cups. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, über die Links in der Beschreibung, würde der Show helfen, würde Magic Show helfen, würde euch helfen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!